bisschen rumspielen, aber so Sachen wie Ledge-Trappen, wenn man so langsam das Vollspeed hat, funktionieren, glaube ich, sehr gut. Beide auch die letzten Figuren, die damals als DLC hinzugefügt wurden, wäre Spieler. Aber jetzt haben wir erstmal hier Wario Bayonetta, wie bereits erwähnt. Zweiter Wario, den wir hier sehen. Mhm. Was denkst du, ist der Unterschied vom Spielziel? Snippy ist sehr, sehr krass. Also sehr, sehr, sehr krasser Spieler. Und gefühlt hat er somit eins der, weil das von allen Berliner Spielern mit so als der größten Knowledge ist, sag ich mal so, über das Spiel insgesamt. Mhm. Weiß sehr viel, wie er Matchup spielen muss. Ist confident in seinem Charakter, also keine Ahnung. Das ist normalerweise, würde ich sagen, Game 1 könnte jetzt vielleicht bei ihm erstmal ein bisschen Probleme sein, aber sobald er die Infos hat, die er braucht, wird er sehr, sehr hart Stress machen gegen Mali. Boah, aber wir sehen auch einfach gerade die ganz typischen Bayonetta-Kombos. Es geht bis ganz nach oben, bis fast an den Stage-Rand. Ich dachte schon fast, er wäre tot kurzzeitig. Das kann auch schneller passieren bei Mali, weil ich glaube, Slippy kann schon relativ gut erst hier ein, aber bisher hat er auf jeden Fall sehr viel Schaden gefressen. Und 120%. Bayonetta wahrscheinlich auch so ein Charakter, der sehr gut, der vielleicht Wario wirklich edgeguarden kann, weil sie ja auch sehr tief gehen kann. Mehrere Möglichkeiten hatten, einen Jump oder das Motorrad zu catchen. Ich denke, da kommt schon, das wird schon könnte relativ schwer werden. Gerade hat er die Becke getroffen und Mali holt sich hier den krassen Lead im ersten Game gegen Slipknot. Ja, ich mag wirklich gerne Malis so Movement, vor allem an der Kante, und dass er wieder hin und her springt. Auch, und jetzt geht's wieder einfach nach direkt oben. Weiter mit dem nächsten Kombo-Starter, hat schon wieder 50% geholt, catcht nochmal einen Catch. Und es geht nochmal nach oben einfach. Und das könnte killen. Das ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird erstmal geklippt. Das ist auf jeden Fall ein Sieg. Das könnte ein sehr, sehr schnelles Spiel werden jetzt. Schon zwei Stocks bei Slipknot Black. Ich meine, Warft kann natürlich immer schnell den Turn geben. Ja, aber Slipknot. Auch erst in 40 Sekunden. Ja, er ist aber jetzt langsam ein bisschen da. Aber jetzt kommt schon der nächste Pickup und es geht wieder an die Kante. 20%. Kann diesmal auch recovern. Bayonetta wiederum Edgeguarden auch sehr, quasi unmöglich. Two Frame sollte gehen halt, aber so diese Up-B und die Side-B zu challengen, das ist... Oh, schöner Upsmash. Diesmal ist aber Ready halt genau den Upstep, wo er den Upsmash punishen kann. Das wusste auch genau, wie der Move durch ihn durchgehen wird. Das ist also so eine Sache, er kennt den Charakter wirklich gut, Slipknot. Das ist einfach Slipknots Wissen dann über das Spiel, dass er dann einfach reinkommt. Auch über seinen Char einfach. Er weiß halt, wenn ich da stehe, kriege ich es hin und er weiß, mit Upsmash habe ich den optimalen Punish so und damit kann ich früh killen. Man sieht Varius so wenig diesen Upsmash benutzen, aber Slippy benutzt ihn wirklich gerne, wenn er weiß, wenn er davon aus, also wenn er halt sicher, so sicher sein kann, es klappt. Ja, und jetzt ist der Buff ready, aber Witch Time? Das kein Smash, sondern die Combo und es geht nach oben. Ist ja ganz knapp nach oben noch weggekommen. Okay, hat er den Jump noch? Er muss mit Warf recovern. Ich sehe immer schon nicht, wann Mali seine Pistolen auflädt, aber gefühlt sind sie auch immer aufgeladen, er hat sie immer ready. Es ist halt auch sehr gut, um Edgeguarden irgendwie den Dix Airdodge einfach raus zu baiten quasi. Und dann kannst du ihn immer noch mal Edgeguarden, ohne dass du halt irgendwie ein Risiko hast. Schöne Abi, schöne Early Abi. Aber jetzt natürlich, du kannst diese Kombos mit Bayonetta machen, je höher die Prozent gehen, desto weniger und zu smashen. Das war's. Der Jab auch immer Sache, die sehr gefährlich ist mit Bayonetta. Schieß, war das gerade ein Two-Stock? Ja, ein stabiler Two-Stock gegen Slipknot ist schon eine Sache, auf die man stolz sein kann auf jeden Fall. Aber mal gucken, noch ist ja... Noch ist nur 1-0, wie gesagt. Runde 1 gegen Slipknot. Er quittet. Ja. Ich glaube, er holt nur sein Trinken oder sowas. Runde 1 ist bei Slipknot immer so die Scout-Phase und ab Game 2. Ich meine, er hat seine Stocks zum Teil sehr früh verloren, deswegen hat er vielleicht noch nicht ganz genug Infos, aber ab Game 2 ist er normalerweise immer richtig ernst machen. Und ja, mal gucken, womit uns jetzt überrascht. Es kann auf jeden Fall nochmal sehr krass werden, theoretisch. Und es ist ja auch alles auch Game of 5. Also ja, du hast auch die Möglichkeit, die Länge, den Gegner ein bisschen auszutesten, zu schauen, sogar vielleicht den Charakter zu wechseln, haben das wir alles schon gesehen. Das wollte ich auch gerade nämlich sagen. Theoretisch hat er noch einen Sephiroth zum Beispiel oder eine Pyramithra, die ihm Handy gekommen können. Mali wiederum hat auch noch einiges an Counterpicks, was ich bei ihm schon mal gesehen habe. Falco war eine Sache, Sivus Tsutsamos, sein alter Main. Und ja, kann auf jeden Fall selbst für den Counterpick ist vielleicht dann auch ein Counterpick auf der anderen Seite wieder ready. Aber vielleicht bleiben sie auch einfach bei ihren Mains, weil das sind auf jeden Fall ihre beiden besten Charaktere. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Sephiroth hat natürlich eine große Reichweite, aber wenn man nicht richtig an den Gegner teilweise einfach die Hits hinbekommt, dann ist er zu träge, dann sind die Moves auch einfach ein bisschen zu schwerfällig. Da ist natürlich ein Wario einfach mobiler. Generell glaube ich, der Airdrift macht sich eigentlich ganz gut gegen Bayonetta. Er hat ja so krasse Air-Mobility einfach. Ja, und man sieht es auch direkt 50% auf Bayonetta. Ja, und diesmal hat er auf jeden Fall einen besseren Start. Die krassen Kombos hat bei Mali bisher noch nicht bekommen. Okay, ja, da schon wieder schöner Airlock zum Boden. Mixt dann ein bisschen mit dem Drift ab. Aber kriegt auch seinen krassen Reward, bekommt er auch nicht wirklich. Immer nur als Single Hits, okay, schöner Jump, Chomp. Das ist so gut, wenn der Gegner auf Plattform schilden. So viele Leute schilden einfach auf Plattform. Und da hat er aber auch schon wieder die 50%. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde er seine Combo machen können und dafür keinen Schaden kriegen. Und er ist tot. Doch, es killt. Er ist einfach tot nach oben. Ja. Da muss ich aber auch ein bisschen sagen, hätte Sylvie vielleicht mal eine andere Stage picken sollen, weil
Kills nach oben auf PS2 gehen sehr, 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 sehr gut. Gerade wenn du was von der Plattform was kommen musst. Und da ist Bayonetta, glaube ich, einfach stärker. Ich weiß, er will den Platz haben, er will sein passives Spiel machen, er will halt vielleicht zwei Warp Charges pro Game haben. Er will auch das, was du eben gemeint hast, dass er einfach von der Plattform jemanden holt, wenn er wenn halt Bayonetta da ein bisschen hängen bleibt in den Kombos. Aber dann vielleicht das Stage, der nach oben größer ist. Ich meine, Battlefield ist es auch nicht, aber ich glaube, so Sachen wie Small Battlefield könnten es vielleicht sein. Oder Mashville oder Hollow Bastion vielleicht. Aber mal gucken, er wird sich da schon was bei gedacht haben. So, ich glaube eigentlich schon daran, dass er es trotzdem noch holen kann. Ah, jetzt kommt auch der SCI wirklich. Aber mit den Pistolen, du kannst auch einfach ein bisschen passiv, ein bisschen Damage auch sammeln als Bayonetta. Du musst gar nicht reingehen und dann kannst du natürlich nach oben gehen und Kombo 70%. Und das... Mali wurde auf jeden Fall schon die ganze Zeit nicht mehr getroffen jetzt, aber da kommt die Backer. Varius mit Backer, die mit Backer killen haben wir jetzt schon oft gesehen auf jeden Fall. Da hat sich auch ein paar schöne Stocks mitgeholt vorhin. Und jetzt kommt natürlich typisches Vario-Gameplay, Bread and Butter, 22%. Warf ist auch gleich ab auf jeden Fall, das sind jetzt noch 5 Sekunden. Und ich glaube, das ist die perfekte Prozent-Range, wo du quasi einen Kombo-Start daraus bekommen kannst. Mal gucken, was er daraus macht. Und der Warf und der Kill ist tot. Das ging ganz schnell. Und jetzt hat er noch 5 Minuten Zeit, um sich den zweiten Warf ganz easy halt chargen zu lassen. Kann jetzt sehr passiv spielen. Gegen Bayonetta willst du nicht unbedingt Kombo-Mittel spielen. Wenn er den Panisch findet, holt er es dir natürlich trotzdem, weil er es kann. Und das tut natürlich auch extra weh, wenn du eben noch 2 Stock oben warst und jetzt 1 zu 2 hinten liegst. Ja, schon. Aber er lässt sich davon echt nicht so krass begeistern, Mali. Auf jeden Fall holt er gut den zweiten Stock auf. Die Punishes kommen diesmal auf jeden Fall von ihm mit ein bisschen mehr. Okay, wieder Stage Control. Jetzt muss er halt nur gucken, dass Swift muss halt gucken, dass er nicht stirbt. Solange er nicht stirbt, kann er die Prozent immer noch weiter ausbauen, aber lässt sich dafür einen sehr dicken Punish offen quasi mit der Option. Aber wieder schön raus, erst die Alt auf jeden Fall. Ja, auch einfach ein bisschen zu einfallslos. Oh, und schon wieder den Grab. Er ist so gut darin, und die jetzt kommt der Jab. Und das killt aber nicht. Nee. Zu wenig, ja, mal das Bein kurzen. Hat geklänkt anscheinend. Auch gut für ihn. Das gilt aber. Auch nicht. Kein Pummel auch. Da ist Bayonetta einfach zu sehr genervt worden. Und jetzt? Diesmal hat er den Pummel, aber immer noch nicht. Das war. Ich meine, hat er zweimal gepummelt, ne? Der hätte es vielleicht gekillt, jetzt beim zweiten Mal. Ja, aber 190%, eigentlich alles müsste doch jetzt Wario eigentlich töten können. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Dash Attack von Wario. Oh, schön, schön die ganz gehalten, damit er nicht randaschen kann. Und oh, jetzt Soft Spike! Aber kommt er hoch? Nein. Das ist das Ding, wenn ich bei Wario Downer nicht der ganze Move trifft, dann hast du einfach nur einen ganz kleinen Hit, dein Jump ist raus und du bist super weit unten. Oh wow. Aber bevor du dann noch wieder recoveren kannst, fällst du nur noch ein Stück. Das ist eine richtig starke Option und anscheinend kann Wario auch Bayonetta edgeguarden. Zwei Charaktere, weil ich nicht dachte, die sind eigentlich sehr schwer zu edgeguarden. Edgeguarden sich hier ziemlich doll gerade. Ja, sehr clean auf jeden Fall von Slippy. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine sehr starke Option ist, wenn es funktioniert. Und er ist zum ersten Mal für gegangen, hat direkt damit ein Game entschieden, wie man es von ihm kennt. Das war einfach ein ganz anderes Game als das erste. Ja, auf jeden Fall. Man dachte am Anfang, es wird vielleicht die gleiche Runde nach dem ersten Stock, wo Mali wirklich und dem zweiten, wo auch so schnell teilweise einfach die Prozente hochbekommen hat, aber... Auch die Grabs, die er die ganze Zeit die Slip-Off bekommen hat, so. Er wusste jedes Mal, wo er landen möchte so, und hat es dann instant ready gewesen. Also ja, er kennt sich mit Bayonetta auf jeden Fall aus. Das ja, auf jeden Fall. Also er... lässt die Figur auf jeden Fall funktionieren. Hätte ich so nicht erwartet, dass man es so gut machen kann. Auch hier und jetzt sofort wieder. Das könnte böse sein. Nein. Das war so. Eigentlich hätte er doch. Kommt davon, er nicht mehr hoch. Das war ja bitter. Er hat doch eigentlich davon ihm abspringen müssen, wenn er den nach unten macht, oder? Und ihn damit hittet, dann springt er doch normalerweise von den von Hitbox hoch. Jetzt dann versucht er es nochmal. Ich glaube, er ist einfach in die falsche Richtung gegangen. Also, das war weird. Ich hätte gedacht, eigentlich, dass er dann nochmal irgendwie resetten hätte können. Ich meine, bisher hat er aber auch kaum Hits bekommen, jetzt hat er den ersten Grab gekriegt. Und das ist auch das Problem, wenn du natürlich immer nach oben diese Kette aufbaust und der Gegner Prozent hast, dann kann es sein, dass er einfach rausfällt und dann bist du einfach für einen Punish offen. Und dann kannst du auch wenig machen. Oder du kommst einfach nicht zurück, wenn du natürlich deine ganze Air-Mobility schon oben benutzt hast. Das Einzige, was du noch wirklich tun kannst, ist ja meistens ein Air-Dodge, den du relativ gut reacten kannst. Also da muss man schon sehr gut mix-upen, um da nicht getroffen zu werden, ja, denke ich auch. Ja, man ist auf jeden Fall in einem großen Disadvantage auf einmal. Und hier... Oh, basic da den Up-Tilt, um den Tor zu... um halt drumherum zu spacen und dann den F-Tilt zu bekommen. Das macht das so gut. Und das ist auch wichtig mit Wario, um die Hitbox des Gegners rumspielen. Immer in der Nähe sein, immer den Druck machen, dass du gleich von dem Punish gehen könntest, aber den Gegner nicht wissen lassen wollen. Guter Back, ja, aber von ihm kommt er wenigstens ein bisschen zurück ins Spiel, hat er ein bisschen Möglichkeiten. Jetzt kommt es darauf an, ob er halt nochmal so eine Combo machen kann wie im zweiten Game. Und diesmal hat Mali anscheinend Smashville gekriegt. Da hatte ich zum Beispiel gedacht, dass die Map für Slipknot sehr viel besser sein sollte. Ja, wegen der Plattform. Ja, schon, aber ich denke, vielleicht will er einfach nicht so campy spielen. Da kommt, ist er einfach ein Ticken zu langsam, da ist auch Wario einfach... Oh, das ist sogar nur Half-Warp, aber es reicht absolut aus und das zerstört seinen letzten Stock hier, während er noch bei 32% am zweiten hängt. Sehr komfortable Führung von Slipknot.
Also ich meine, war natürlich super ärgerlich, wie das am Anfang gelaufen ist. Ich meine, er hat schon fast 100% gehabt, bis Mali dann maskiert ist. An sich nichts, wo man jetzt irgendwie mindsetmäßig zu krass down sein sollte, weil er hat einen guten Start, er spielt auch immer noch gut. Und ich denke halt, dass er das auch immer noch holen kann. Aber es wird natürlich mit jedem Game schwerer. Und ich glaube, Smashville, wie gesagt, eine sehr kleinste Stage in der Auswahl von der Cloud-Plattform her quasi, von der Main-Plattform. Und ja. Aber ich denke, der SD, wir müssen, also ich denke jetzt nicht, Mali ist auf jeden Fall noch sehr drin, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also man sollte nicht abschreiben. Mal gucken, wie es das letzte Game anfängt. So, es kann natürlich stressig werden. Ich denke, das ist auch der richtige Move, dass er bei Bayonetta tatsächlich bleibt, weil es hat sich eigentlich bisher sehr ausgezahlt. Ich denke auch. Okay. Mal gucken, wie es hier jetzt weitergeht. Wir müssen sehr, mit sehr viel Abstand voneinander rumspringen, das ist halt immer so in dem Matchup so. Jumps können sehr krass gepunished werden. Ja, auf jeden Fall. Sehr hohe Burst Range in der Luft, auf jeden Fall. Ja, er geht jetzt auch wieder zurück zu der Stage. Ich glaube, es ist, weil er kommt hier ein bisschen besser zur Stage zurück. Ja, zwei Plattformen vielleicht auch besser als eine. Und jetzt ist er natürlich wieder in einer so ein bisschen Situation, wo Wario an der Edge ist und er kann aber halt, Wario kann einfach nach oben gehen. So, das. Da wird wieder ein bisschen gechumpt. Ich habe das Gefühl, dass Slipknot sehr viel nach diesen Chomps immer sucht. Ja, auch schon bei niedrigen Prozenten sogar. Das ist halt einfach eine super gute Option, weil das ist ja eigentlich wie ein Grab. Du kannst es nicht schilden, aber du kannst es halt schon im Sprung machen. Und normalerweise haben viele Leute die Angewohnheit, wenn der Gegner in Luft ist, einfach schilden, weil ich kann nicht gegrabt werden. Der Luft ist meistens safe. Das war ganz und knapp. Wenn er dann so aus der Luft kommt mit dem Grab, dann catcht er damit so oft irgendwie den Schild vom Gegner. Und das ist einfach so eine starke Option, weil die ihn auch heilt. Also ja, es ist wirklich eine sehr starke Option von Barrios, dieser Jump auf jeden Fall. Sein basically ein Command Grab. Bayonettas Jab aber natürlich auch, dass sie einfach ihn in der Luft so durchführen kann, sogar für Combo Star Extension. Oder dass sie einfach über die Edge springt und dann einfach schon direkt in der Luft ist. Kann man sehr wenig machen, wenn man da in der Nähe ist. Bayonetta auch ein Charakter, über den man sehr viel wissen muss, wenn man wirklich gegen ihn spielen möchte. Auf jeden Fall ein Matchup, was sehr, sehr lernintensiv ist, würde ich sagen. Auch sehr, sehr anders als viele andere Matchups, wie ich schon gesagt habe. Charakter sehr unique. Okay, das ist der Edgeguard. Schade, dass er, ich meine, so multiert auch nicht immer so einfach zu tacken, aber hat ihn diesmal leider nicht bekommen. Aber auch mit Bayonetta, man muss halt auch einfach daran denken, es ist nicht Bayonetta von Smash 4. Sie spielt sich ein bisschen anders, sie fühlt sich anders an und man muss auch anders um sie herum spielen. Ja, das und das Fall. Ist, natürlich hat man es jetzt nach 4 Jahren, aber das war einmal am Anfang. Naja, ich meine halt, das Ding ist, Bayonetta war ja 3 Jahre lang sehr, sehr wenig präsent und nur mittlerweile, jetzt, auch nach den letzten Patches habe ich das Gefühl, die Leute haben richtig Erfolg mit ihr. Natürlich auch ein Charakter, den man selber sehr viel lernen muss. So. Ja. Aber jetzt geht es halt natürlich darum, den Charakter halt so gut es geht zu lernen. Ja, das ich denke auch, dass das Stigmata einfach besser geworden ist. Also Bayonetta-Spieler haben ja früher teilweise auch gerechterweise sehr viel also ich weiß schon, was du meinst. Ich habe das Gefühl, die wurden auch schon gehasst, bevor sie so wirklich halt dumme Scheiße abgezogen haben, sage ich jetzt mal so. Ja, Captain Zack, ich mochte immer sein Auftreten, aber er hat, muss man jetzt nicht weiter groß drüber reden. Also selbst wenn man es nicht mochte, er hat jetzt keinem irgendwie wehgetan und das muss man jetzt nicht irgendwie groß judgen, finde ich halt. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil ich meine, er war halt auch, keine Ahnung, 15, aber dann gab es halt so andere Sachen, wo man denkt, okay, vielleicht sollte man den doch schon ein bisschen judgen. Ja, auf jeden Fall, also die Spieler haben auf jeden Fall auch, wenn, und es geht ja gar nicht darum, ob er was er getan hat, sondern wie er wahrgenommen wird in der Community. Ja. Und wenn man natürlich drüber nachdenkt, welchen Charakter wähle ich, dann wählt man jetzt nicht unbedingt den, wo die bekanntesten Leute alle nicht gemocht werden. Ja, schon. Weil man dann auch in die Schublade gepackt wird. Und jetzt, wo eben diese Leute nicht mehr in der Community sind, spielen Leute Bayonetta. Ich muss halt sagen, die Bayonetta-Spieler, die ich bisher kennengelernt habe, waren alle mal sehr nett. Und kamen auch einfach sehr korrekt rüber. In Deutschland haben wir, wie gesagt, Samu. Ja. Der auch einen sehr, sehr, sehr netten Eindruck macht, finde ich, so sehr sympathischer Mensch. Mali, sehr korrekt auf jeden Fall. Sonst kenne ich noch Magerquark aus Niedersachsen, glaube ich. Ja, ist auch, kommt auch irgendwie eigentlich ein ganz normaler, sehr entspannter Dude rüber. Kann mich nicht beschweren über unsere Biomates auf jeden Fall. So in Amerika ist es ja eher alles ein bisschen anders. Ja, Amerika hat eben teilweise ganz andere Szene einfach manchmal. Andere Welt. Aber eben dieser die Witch Time extrem wichtig, hat auf einmal Mali wieder in dieses Game zurückgebracht. Ich habe ihn schon ein bisschen rausgesehen und jetzt mit der letzte Hit connected. Aber der SD einfach Slipknot ist einfach zu gut. Aber einfach. Ey, wirklich, ne? Das wären so viele Sachen, so viele Momente, wo der letzte Hit hätte der connected, dass das ein Kill sein können, aber. Backer? Nee, keine Backer. Und? Das könnte. Ist es schon wieder. Der SDI sitzt. Das hat noch Quick bei Bloom Forever getötet. Genau diese Kombo. Last Game Situation. Aber ich glaube, mit Samus auch ein bisschen schwerer zuerst. Die eine, der Charakter ist halt größer und floating. Das killt auch noch nicht. Ja, es geht vor allem in die falsche Richtung. Ja. Nicht ganz perfekt, aber. Jetzt kommt er natürlich. Und das hat er auch eben schon gemacht. Das ist der gleiche Move, den er wieder gelesen hat. Mali kommt ganz knapp noch hoch.
Ich dachte, er will jetzt mit Motorrad-Edgeguarden. Das ist auf jeden Fall gefährliche Prozente schon für Bayonetta. Ich glaube, das sollte ein Grab werden und ein Downthrow oder sowas. Das ist natürlich jetzt... Er nutzt den Warp. Einfach den Warp! Er catcht einfach die Warp-Recovery, Alter. Wie ist man denn für sowas bereit? Okay, das ist ein 2-2 anscheinend. Mali holt sie nochmal zurück. Diese Witch-Time hat wirklich dieses gesamte Game nochmal geändert, komplett gedreht. Und man sieht auch, wie sinnvoll sie oder wie nützlich sie noch bei hohen Prozenten ist. Wenn der Gegner ein bisschen gefangen ist und man den F-Smash drauf machen kann, ist er einfach tot. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist immer noch ein guter Move, Alter. Da kann mir keiner was erzählen. Wirklich. Einer der besseren Konter auf jeden Fall im Spiel. Besser als Lukaku's Konter. Ich denke, beide halt in bestimmten Situationen besser, aber ich glaube auch Witch-Time kann ja halt wirklich krass, also der Punish, den du rausbekommst, ist halt oft einfach der Beste, so. Ja, und ich denke, wir haben auch gerade gesehen, dass einfach Mali auch die Möglichkeiten hat, wirklich Slipknot zu besiegen. Es war nicht nur das erste Game, sondern es ist auch wirklich die bessere Entscheidung gewesen, jetzt bei Bayonetta zu bleiben. Wie gesagt, also ich halte beide für sehr gute Spieler, ich glaube, beide können halt, das heute sehr weit kommen, so Slippy ist wahrscheinlich einer der Favoriten heute sogar. Mhm. Aber wenn Mali, also Mali auf jeden Fall sehr gute Chancen, das zu holen. Er ist auch ein sehr, sehr starker Spieler mittlerweile. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, alle Games, die wir bisher hier hatten on stream, sehr stacked, sehr gute Spieler, also... Ja. Also heute generell, es ist vor allem sehr viel mit bis High Level da, so. Ja, also es war noch kein Stomp da. Selbst das eine 3-0 war sehr knapp in allem, was passiert ist. Und jetzt haben wir hier wieder PS2 auf jeden Fall. Das sind die Stages, auf denen Mali, glaube ich, gewonnen hat. Einmal nur. Eins. Und Game 2 war, glaube ich, auch auf PS2, ne? Und das hat, glaube ich, Slipknot gewonnen. Ja, genau. Stimmt. Und jetzt, man sieht, Slipknot kriegt auch diese Early-Prozente und schon wieder der Chomp. Und jetzt ist natürlich Bayonetta... Der catcht auch, wenn der so an der Ledge steht, der Chomp, der catcht so viel, ne? Der Normal Getup. Wenn du Jumps, kannst du über die Getup-Attack springen, wenn du Glück hast. Den Jump kann er wahrscheinlich auch catchen und dann hilft halt nur Rolle. Und Rolle ist halt immer was, was du normalerweise sehr gut mit anderen Sachen punishen kannst. Das ist schon wirklich eine gute Ledge-Option und auch eine gute Neutral-Option. In so vielen Situationen finde ich diesen Move sehr stark. Ja, Slipknot ist auf jeden Fall besser in das Game gestartet, aber Mali konnte jetzt vor allem seine etwas schlechten Edgeguards sehr gut nutzen. Also und kam sehr gut zurück auf die Stage. Ich versuche diesmal hier mit dem Witch-Time die Recovery zu verlangsamen, damit er das punishen kann. Und hier springt auch rüber die Guns, bringen ihm da den richtigen Hitstun. Ich bin gespannt, wer sich den ersten Stock holt. Schön, catch den Erdot drin. Ist er aware für den Erdot rein und geht direkt mit dem F-Tilt und holt sich den Kill. Sehr, sehr gut. Aber mit den Guns. Das wird nicht reichen, um zu Edgeguarden. Kein Joker-Gun natürlich. Man hat auch die Gefahr als Bayonetta, einfach weil die Plattform so gebaut ist, dass man da unten einfach hängen bleibt beim Recovern. Also es ist Ja, das sieht immer ein bisschen scary aus. Das ja. Ich war mir auch nicht sicher, schafft das jetzt noch, aber du kannst auch irgendwie einen dritten Jump damit bekommen und so. Ich glaube, Bayonetta sollte das schon nicht passieren, dass sie in so einer Situation sterben. Ja, ich hatte wirklich schon kurz Angst, dass wir das gleiche nochmal sehen, den gleichen SD. Jetzt spielt Slippy sehr gut um sein Lied rum auf jeden Fall. Oh, das könnte reichen? Nee, es reicht nicht. Noch nicht ganz. Ja, stimmt, er hat eben auch bis 190 ja noch gelebt. Das Wario Warft. Ist chunky. Warft on deck. Er catcht einfach den Dash Attack. Oh, wow. Das sah aus, als hätte es nicht funktionieren sollen eigentlich. Ich glaube, er hätte theoretisch sogar werfen können dann. Okay, will für den Edgeguard gehen, aber du bist zu low. Den Down er diesmal, hat auch nicht gereicht. Diesmal. Back Air? Nee. Also ist das einfach ein Wario-Spieler? Haben die alle einfach kranke Reaktionen? Ja, Noshi eben auch mit seinen Catches einfach, Slipknot jetzt damit. Also, das gibt doch erstmal ein... Das ist halt das Ding so, weil du musst halt immer bereit sein, dafür aus in der Range und so ungefähr in der Threadbubble deines Gegners so ein bisschen zu spielen, halt immer rauszulaufen, aber auch immer reinzugehen, wenn du das Opening hast. Und das ist so ein ganz krasses Spielstil, was ganz krass entscheidend bei Slippy so. Halt die Openings baiten und dann darauf reagieren und die catchen. So. Deswegen kriegt er auch die ganze Werte die ganze Zeit. Das schön mit dem Bike gut. Gearbeitet. Ja, Wario hat auch einfach mit den. Es ist ja ein Charakter, der einfach mit seinen Händen größtenteils arbeitet. Man kann einfach ihn ziemlich präzise einfach steuern und dann natürlich sind auch einfach die Reichweite ist einfach erkennbar, weil es ist ja einfach seine Hand. Und wie ich habe schon sehr oft gesagt, aber einfach einer der Charaktere mit den meisten Airdriften in diesem Spiel, einer der besten Air-Mobilities. Das heißt, sobald der Jump irgendwie daneben geht oder der Aerial, kannst du halt immer rein, der schon bist sehr schnell an den Gegner dran. Die Zuschauer sind auf jeden Fall Mali am Unterstützen. Er ist ein ganz bisschen hinten, 103% zu 0. Mali ist ja mit seinem Clan heute hier, wie immer. Die Gönner. Die sind immer am Supporten auf jeden Fall. Allerdings, ich glaube auch keiner gönnt Slip. Aber jetzt kommt der Warf. Nee, noch nicht. Ich glaube auch niemand, dass er gönnt Slip unbedingt eine Niederlage. Und jetzt gerade spielt er das auf jeden Fall sehr krass. Ja, ich würde gerne beide diese Spieler weiter im Bracket sehen. Also,
Aber es sieht jetzt sehr hart für Mali aus. Aber er ist schon aus diesen Situationen herausgekommen. Oh, jetzt wird er aber panisch, glaube ich. Der erste Match war sehr, sehr panisch. Ja, und Wario kommt zurück. Jetzt liegt das Motorrad da. Er schobt es runter. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, dass er damit. Er will das nicht im Weg haben. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn er so eine Stage liegt, weil dann kann er halt nicht viel covern damit. Ja, stimmt. Jetzt gleich, vielleicht werden wir es genau jetzt sehen. Ja, ich glaube, er ist gar nicht so. Nein. Aber ich glaube, er wollte wieder für die Witch-Time gehen, aber ein bisschen zu early. Und der warft. Der warft einfach. Mario verschwindet in der Blastzone, aber nicht ohne sich den Kill zu holen und das Game 3-2 zu gewinnen. Sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Schönes Set gewesen. Sehr schönes Set gewesen. Das ist sehr spannend heute. Das ist sehr close heute.